Er kann mit seinem Poison Spell meine Truppen einfach one-hitten. Das ist so krank. Ja, das verlieren wir anscheinend doch. Oder? Nee. Ich glaube. Nee, komm schon. Wenn der Mini-Packer jetzt hier nochmal finisht. Mini-Packer, Musketier und Mega-Minion. Das ist zu viel für den Gegner. Und da geht er. Ja, da. Hat er nicht so eine Chance. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal den Royal Giant an. Seht ihr den? Der ist im Arsch. Der wurde einfach nur zerpflückt an der Stelle. Wir haben jetzt gerade drei Musketiere. Wollen wir Trophäen pushen mit diesem Deck? Ja. Warum? Ja, wir sind schon bei 4100 Trophäen. Mal gucken, wie wir sind. Warum sind wir 4100 Leute mitten in der Nacht? Das kann ich nicht verstehen. Liegt das echt am Wochenende, ne? Ich habe echt viele Zuschauer, die relativ jung sind. Oh, toll, Level 12er. Level 12er mit 4269 Trophäen. Was läuft denn bei dem? Toller Reim. Ja, nice. Dark Prince Level 7. Da habe ich Bock drauf. Ja, ich mag das Pay to Win. Schön. Der ist bestimmt so in der großen Herausforderung ist das bestimmt so ein richtiger Idiot. Und deswegen muss er jetzt hier versuchen, irgendwas hinzukriegen. Mein Musketier ist tot. Mein Musketier ist One-Hit. Von dem Poison Spell. Jedes Mal, wenn ich mein Musketier einsetze, verliere ich automatisch Elixier und es ist ein schlechter Trade für mich. Egal, wo ich das Musketier einsetze. Jedes Mal 4 für 4 Elixier kann er dort traden. Boah, also dieser Level-Unterschied, der nervt. Da bin ich echt verwöhnt von den Challenges. Immer schön. Jeder gleich gute Karten. Und jetzt hier sowas. Dark Prince Level 7. Ich habe meinen Dark Prince gerade mal Level 5 bekommen. Vor kurzem noch auf Level 4. Freue mich übelst, dass ich ein Level 5 habe. Nice. Voll entspannt. Einen Packer Level 7. Wenn er jetzt einen Poison Spell einsetzt, habe ich automatisch verloren. Komm, setz dein Poison Spell. Wäre doch mal cool. Okay, jetzt hat er eh schon seinen Sepp gesetzt. Da macht es jetzt keinen Unterschied mehr. Mein Mega Minion ist auf Level 8. Sein Musketier kommt da wahrscheinlich nicht durch. Und ich kann es mir schon erahnen, dass wir gleich richtig auf die Schnauze bekommen. Ich kann es mir schon gut vorstellen. Wenn er clever ist, setzt er nur einen Poison Spell ein und macht alles kaputt von mir. Automatisch. Krieg seinen Packer nicht tot, das ist immer so eine Sache. Ich finde aber, dass wir gar nicht so schlecht in der Defensive stehen. Das läuft gar nicht so verkehrt. Also das Mega Minion macht jetzt hier einen sehr, sehr guten Job. Leider ist mein Mega Minion nur auf Level 8. Sonst könnten wir hier noch viel, viel mehr reißen. Vielleicht schaffen wir sogar ein Unentschieden hier irgendwie hinzubekommen. Also wir stehen gut in der Defensive. Ich bin noch gerade von der großen Herausforderung relativ gut eingespielt. Da sitzen die defensiven Züge. Aber wie lange wir das noch halten können in der doppelten Elixierphase, ist sein Deck sowieso tausendmal geiler als unseres. Leider. Er kann mit seinem Poison Spell meine Truppen einfach one-hitten. Das ist so krank. Ja, das verlieren wir anscheinend doch. Oder? Nee. Ich glaube. Nee, komm schon. Wenn der Mini-Packer jetzt hier nochmal finisht. Das wäre ja krank. Ich finde, das Unentschieden haben wir uns verdient. Das Unentschieden. Ja! Wunderbar! Wunderbar, wir kriegen es hin, unentschieden rausbekommen.
Haben wir uns, finde ich, auch verdient. Krass. Auf jeden Fall krass. Also der Gegner hatte so viel bessere Karten. Es war sehr, 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 sehr knapp am rechten Turm. Noch irgendein Hit und der Turm wäre down. Aber gut, auch so. Auch das gehört dazu. Auch das gehört dazu, wenn man einen neuen Trophäenrekord aufstellen möchte. Wenn man nicht gewinnen kann, dann muss man einfach das Unentschieden erzwingen. So steigt man letztendlich dann auch auf, weil man nicht abgestiegen ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Was sind das auch für Starterhände? Meine Fresse. Heute läuft's nicht mit der Starterhand. Glück ist nicht auf unserer Seite. Prinzessin auf Level 3. Mega Minion am Turm. Wird zwar geslowt vom Ice Wizard, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Hat er jetzt gesappt? Oder was war das? Hat er gesappt? Ich hab's gar nicht gesehen jetzt genau. Sehr schön. Der rechte Turm hat da ganz schön was abbekommen. Minipacker läuft nochmal fröhlich los in seine Hälfte. Er hat zusätzlich die Kobolde. Also viele Karten jetzt, die hier gar nicht so schlecht sind gegen unser Deck. Hat er. Er hat die Minions und die Kobolde. Okay, das müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wir setzen erstmal eine Elixierpumpe. Hat der Gegner überhaupt eine Elixierpumpe? Scheint so, als hätte er keine. Interessant, okay. Das wird ein gutes Musketier. Auch wenn es etwas zu spät kommt, leider. Ja, okay. Wir kriegen auf jeden Fall seinen rechten Turm. Davon gehe ich aus. Sein Minipacker auf Level 10 ist schon. Nee, da merkt man das. Wenn mein Mega Minion noch nur auf Level. ...8 ist, das. Bekommt man dann schon mit. Turm ist noch nicht down. Okay, krass. Schönes Mega Minion Timing. Musketier dazu, falls er mit seinen. Minions kommt. Kommt keine Minions. Okay, sein linker Turm kriegt jetzt nochmal richtig was ab. Das wird gesappt, dadurch kann mein Musketier das Ganze one-hitten. Und mein Riese kriegt dort noch genug Schaden raus, um dort was hinzukriegen. Mein Mega Minion kommt auch nochmal zurück und das wird ein 2:0. Das wird ein 2:0 gegen den Spieler, der bessere Karten hatte als wir. Und das ist dann ein neuer Trophäenrekord. Krass, okay. Also das Deck ist momentan einfach ein absolutes Beast-Deck. Nice. 22 Trophäen. 4130. Glückwunsch zum Sieg, Troy. Sagen wir danke. Und wir starten das nächste Spiel. Troy, wie lange geht der Stream noch? Ich streame aber so lange, bis ich keinen Bock mehr habe. Das ist unterschiedlich. Momentan macht Clash Royale ultra viel Spaß. Deswegen. Ja, ich glaube, ja, gleich wird es dann auch mal zu Ende sein. Es ist hier gleich schon um 12. So, was ist das denn jetzt hier schon wieder für eine Starterhand, ey? Wieso darf ich denn nie mit der Elixierpumpe starten? Wann habe ich das letzte Spiel mit der Elixierpumpe gestartet? Das ist ja schon Monate her. Zeig mal bitte das Deck. Das Deck habe ich schon so oft gezeigt, so oft YouTube-Videos hochgeladen. Ich habe damit schon alles Mögliche gemacht. Reicht euch anscheinend nicht. Und wenn wir hier noch den Riesen davor kriegen, dann haben wir gewonnen. Ja, dann haben wir nicht gewonnen, aber das sagt man so. Mach jetzt mal keinen Scheiß. Wieso gehen meine Truppen denn down? Minipacker überlebt doch jetzt mal. Nice, der Minipacker überlebt mit ganz viel HP. Ganz viel HP hat mein Minipacker dort. Volles Leben noch. Das Ganze wird nochmal gesappt. Ist damit sein Turm schon down? Zack, ja. Gut, wenn der Minipacker so viel Leben hat, das war ja unglaublich. Wie viel HP hatte der Minipacker?
Bestimmt hatte der Mini-Packer noch 1100 Leben. Bestimmt, mehr nicht. Alter, manchmal muss man auch Lack haben. Manchmal muss man auch richtig Glück haben. Und da kommt der Mini-Packer mit einem HP durch und zerstört einfach seinen Turm. Ja, souveräne 1:0 Führung bis hierhin. Musketier auf die rechte Seite. Womit kommt der Gegner? Oh, Mega Minion macht dort einen verdammt guten Job. Wir setzen die nächste Elixierpumpe ein. Das soll es erstmal gewesen sein mit der Offensive. Kann mein Mega Minion, kann da irgendjemand noch die Prinzessin töten? Ja, die selben wir. Okay. Hier haben wir jetzt nochmal einen Poison Spell hin. Der lohnt sich extremst. Warum setzt der Gegner so schlechte Elixierpumpen? Und auch sein, das war auch ein sehr schlechter Poison Spell. Kann man ja ruhig mal sagen. Das Ganze gibt einen Killer-Sepp. Sehr schön. Ja, wir haben echt alles. Wir haben alles, was man gegen den Royal Giant braucht. Wir haben Mini-Packer, Musketier und Mega-Minion. Das ist zu viel für den Gegner. Und da geht er. Ja, da. Hat er nicht so eine Chance. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal den Royal Giant an. Seht ihr den? Der ist im Arsch. Der wurde einfach nur zerpflückt an der Stelle. Wir haben jetzt gerade drei Musketiere. Ja, sind vielleicht drei Musketiere zu viel. Zwei Mega-Minions, Mini-Packer und die drei Musketiere. Wunderbar, 19 Trophäen und das ist der nächste Trophäenrekord. 4149. WTF, der Mega-Minion ist doch auf Crack. Stimmt, da hat Prinz Thomas einfach recht. Okay, wir machen noch ein weiteres Spiel, alles oder nichts. Wir spielen jetzt noch so lange, bis wir einmal verlieren. Der nächste Level 11 war, oh, der ist unter 4000 Trophäen, ich bin gespannt. Endlich starten wir mit der Elixierpumpe, der Gegner natürlich auch. Nein, ich setze meinen Riesen genau in seinen Packer rein. Oh, wie uncool. Was machen wir jetzt? Brechen wir den Push ab? Oder alles oder nichts? Komm, man muss auch mal ein paar Skills beweisen. Im letzten Moment klatschen wir noch die Guards davor. Mega Minion auch noch drüber, so halb. Ja, kann man machen, kann man machen. Seine Truppen kriegen da ganz schön Schaden ab. Das ist ein guter... Oh Gott! Tryhard! Seine Minion-Hall auf Level 12. Aber ja, gut, Musketier macht dort einen guten Job. Und sein Prinz kriegt auch nichts mehr hin. Wir haben eine Elixierpumpe, Gegner hat auch eine. Wir wissen, was er für Karten hat. Er hat ein gutes Deck gegen uns. Minion Horde ist sehr gut gegen uns. Packer ist sehr gut gegen uns. Aber mit... Das heißt nicht, dass wir safe verloren haben. Auf gar keinen Fall. Perfekt, der Gegner kommt mit dem Packer auf der linken Seite. Wir kommen mit unserem Riesen auf der rechten Seite. Ist immer besser, den Riesen auf die andere Seite loszuschicken. Wir haben eigentlich alle Truppen, die wir brauchen, in der Defensive. Kein schlechter Sepp. Guards eingesetzt. Kann das Musketier überleben? Das wäre sehr wichtig. Nein, der Freeze, well played auf jeden Fall. Und auch der Prinz auf der rechten Seite kommt dort übelst durch. So gut gespielt. Der hat sich dann aber auch irgendwo verdient. Ja, wir müssen den Prinzen, wir können ihn nicht, das lohnt sich nicht dort aufzuhalten. Wir müssen Elixierpumpen einsetzen, um dann gleich auf einen stärkeren Push zu hoffen. Ja, beide meine Türme sind übertrieben low. Wir setzen jetzt hier das Musketier hin, hier den Riesen. Musketier kann die Prinzessin killen und dann noch in die gegnerische Hälfte laufen. Da hat er schon wieder einen Prinzen. Wir hauen nochmal einen Mega-Minion hinterher. Ich hoffe, er hat keinen Poison-Spell oder... Oh Gott, eine Minion-Horde, Mann. Die nervt ja irgendwie, ne? Poison-Spell eingesetzt. Mini-Packer schon wieder! Mini-Packer schon wieder ohne Leben am Turm. Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Es steht... Wir führen... aber das bringt nichts. Die Führung bringt nichts. Der Gegner kann ja einfach finishen. Schnell die Guards eingesetzt. Oh, die ging schon down. Oh mein Gott, was für ein nicer Predict. Jetzt gehen wir aber Vollgas. Jetzt hatten wir mal einen glücklichen Zug auf der
rechten Seite hingelegt. Ja. What the fuck? Wir gewinnen! Was ist denn heute los? Wir haben jetzt schon so viele Spiele verloren und sie dann irgendwie doch noch gewonnen, weil die Gegner irgendwie failen. 17 Trophäen! Der Trophäenrekord steigt weiterhin an. Ja, machen wir noch eins. Machen wir noch eins. Oh, das ist ein dicker. Das ist ein dicker. 4242 Trophäen. Wir starten zum Glück mit der Elixierpumpe. Also wenn wir diesen besiegen sollten, dann kriegen wir so dermaßen viele Trophäen. Er hat einen Lava-Hund. Ich hoffe jetzt nicht, dass er Lava-Hund Lightning spielt. Und ich hoffe auch nicht, dass er Lava-Hund Inferno-Turm spielt. Ich bin gespannt. Erstmal nur ganz entspannt ein Musketier eingesetzt. So, seine Lava-Pups werden jetzt Schaden verursachen. Die sind leider auch schon... Nee, geht klar. Schöner Start. Wir wissen jetzt, was er für Karten hat. Ich denke nicht, dass er noch zusätzlich den Inferno-Turm dabei hat. Hat er auch den Miner nicht dabei? Was ist das? Also entweder hat Lava und später Lightning dabei. Oder den Miner oder den Inferno-Turm. Bis jetzt weiß ich nicht, was er hat. Ich hoffe echt nicht den Inferno-Turm. Das wäre irgendwie eklig. Poison Spell eingesetzt und damit gehen seine Minions. Ah, komm schon, Mann. Ja, seine Guards gehen down. Guards hat er leider Level 6, ein Level höher als wir. Mein Musketier überlebt. Riese macht da einen verdammt guten Job am Turm. Gegner setzt ein sehr merkwürdiges, super merkwürdiges Mega-Minion ein. Wir setzen direkt den Riesen davor und versuchen jetzt unser Bestes, da nochmal irgendwie Schaden verursachen zu können. Ja, sein Turm fällt. Sein Turm fällt. Das Mega-Minion hätte ich gar nicht mehr einsetzen müssen. Krasse Führung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich predikte mal, seine Minions setzen einen Fail ein. Ja, man muss auch manchmal failen. Wir müssen die Elixierpumpe einsetzen. Nein, der hat den Ballon dabei. Also ja, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was hat er dabei? Den Miner oder den Lightning, den Inferno-Turm. Er hatte gar nichts dabei, weil er einfach den Ballon hatte. Ja, übelst. Üble Packung, aber gut, muss man so hin. Jetzt macht er aber Druck. Was geht denn jetzt ab? Alter, voll unentspannt. Was war das denn für ein riesen Push? Oh, er setzt den Ballon nach ganz hinten. Das kann teuer für ihn werden. Das ist ein Push, wo er Probleme hat, den aufzuhalten. Er wirft die Pfeile, aber auch die bringen nicht so viel. Das ist der Sieg, wir gewinnen. Nächster Sieg, hintereinander. Was ist das für ein Trophäenrekord? 36 Trophäen kriegen wir, ich glaub's nicht. Wie viel haben wir damit? 4200 Trophäen. Alter. Also das Update von Supercell ist echt heftig. Mein Trophäenrekord war 4007. Jetzt haben wir fast ohne Niederlage den Trophäenrekord um 200 Trophäen gesteigert. Kann auch gar nicht sein. 4200 Trophäen und das als Level 11er mit diesen Karten. Die meisten Level 11er haben dann jetzt hier schon die Epic Cards auf Level 6. Mein Mega Minion ist da tatsächlich auch erst auf Level 8. Zap ist natürlich gemaxt, das ist ein Privileg. Okay, krass. 4200 Trophäen sind geknackt.